Guckt euch doch mal diese geile Aussicht an. Ist das geil oder ist das geil? Das würde sieht ich so jetzt geil so aus. Gern da nein, tu es bitte nicht. Was? Oh, wollte ich schießen. New Survivor. Und damit Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem wahnsinnigen PvP-Megaprojekt Ark Herbivores. Das Projekt, in dem wir uns nur mit Herbivoren, also Pflanzenfressern, gegenseitig die rüber einschlagen. Ich bedanke mich an der Stelle auch gleich mal bei allen, die dieses Projekt möglich gemacht haben. Wir sind jetzt in Staffel 2 auf Ragnarok, der Wahnsinn, und da campen schon Leute und laufen rum. Seid ihr das hier zufällig? Seid ihr hier unten am Stein? Ich stehe irgendwo an einem Stein. Ja, du bist hinter. Hier, dreh dich um, Latten. Achso. Warte, ich. Hab ich Rechte? Mach mal ja, bitte, bitte. Nee. Hier, hast du? Juhu. Lad mich ein. Ihr habt alle Rechte. Okay, accept. Danke sehr. Da sind wir schon mal im Tribe. Ich bedanke mich an der Stelle zuerst mal. Ah, Mega Neura hier. Bei GL Players. Ich geh schon mal, ich renn schon mal hoch. Hier läuft noch ein Dunkler hoch. Ne? Bei genau GL das. Players, die uns den Server zur Verfügung stellen, vielen Dank an der Stelle. Es ist ein 200-Slot-Server, der Wahnsinn. Ich bedanke mich auch bei allen, die hier im Tribe mit uns unterwegs sind. Ich werde hier geschlagen. Hilfe, Hilfe. Ja, ich habe einen Speer. Wir sind drei Schlangen am Eingang. Hab Jonas Speer? Ich habe noch gar nichts. Ich bin leider ein bisschen spät draufgekommen, weil ich erst wieder kämpfen musste mit Aufnahme und allem. Ich komme auch gerade gar nicht dazu. Ich muss nur weg. Aha, ich habe Level bekommen durch die Mega Neura. Hinter dir, Spiegel, ist einer. Ja, ich weiß. Ich kann nichts machen. Ich habe nichts. Kann ich schon. Der pass will auf. Nicht boxen? Komm her, versuch ich hab Speer, mein Freund. Ja, dann stich mit dem zu, mit dem Speer. Geht viel einfacher. Spielbär hat mich betäubt. Nein, scheiße, es tut mir leid. Aua. Warte, ich kann dich wegziehen. Ja, schon gebissen, ich bin beladen. Ja, ich versuche dich wegzuziehen. Geht, geht hier auf die Klippe, dann kommen die nicht an mich ran. Ja, lol, der eine ist von der Schlange gebissen worden. Ich bedanke mich an der Stelle auch nochmal bei Lone Star, der vor allem sich hier die Mühe gemacht hat und die ganzen Inni-Einträge gemacht hat. Ich bedanke mich auch bei Lea Mascha, die jetzt gerade nicht zu hören ist. Die ist Spectator, die hat die Stargates gesetzt und wird das ganze Projekt als Spectator auch begleiten. Wird auch Aufnahmen machen, so wie ich das mitbekommen habe. Da müssen wir mal schauen, wann das veröffentlicht wird, weiß ich noch nicht genau. Und genau, ja, also ansonsten bedanke ich mich auch bei allen, die dieses Projekt so positiv und rege angenommen haben. Zoss Gaming ist gerade drauf von den YouTubern her. Und ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, wer noch drauf ist. Das wird sich wahrscheinlich dann noch rauskristallisieren. Der TS hier ist auch gerade total voll, bis an die Grenze des Möglichen. Und ich muss mal ganz dringend jetzt hier skillen. Der Wahnsinn. Boah, das ist schon wieder so ein krasser Anfang hier. Rezi, wie weit bist du mit Equipen? Ich mache jetzt gerade einen Bogen. Okay. Genau, unser Plan ist jetzt gerade, dass wir uns hier auf diesen Berg hocharbeiten, so ein bisschen, dass wir hier oben eine Base aufbauen. Das ist ein wunderbarer Spot hier. Das ist sowohl ein geiler PvE-Spot, weil er eine coole Aussicht hat und man da eine coole Base oben drauf setzen kann. Und es ist aber auch ein cooler PvP-Spot, weil er sich gut verteidigen lässt. Ich dachte, ich komm vorbei. Entsprechend begehrt ist diese Location. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier beeilen, dass wir hochkommen können. Und Ritzi wurde von einer Titanboa, eine Titanboa, Verzeihung, Level 100 getötet. Das ist noch eine. Ach gut, ich bin gut gespawnt. Ich sehe Lone Star da hinten. Lone Star, ich komme mal zu dir. Ja, wir verstecken uns hier und lass das die anderen machen. Ja, genau. Und Shadow, der X-te Shadow, den sehe ich da auch. Hier kommt wieder ein Schwarzer hoch. Guck mal. Es kommt ein Schwarzer hoch. Oh Gott, warte mal. Lass mich mal. Ist nicht negativ gemeint. Nee, die sind halt, die sehen halt schwarz aus, sollte man vielleicht dazu sagen. Die haben sich alle dunkle Characters gemacht hier. So, kann ich denn hier schon irgendwie genau mal was machen? Das mein ich. Kann zumindest schon mal Anziehsachen machen. Da unten war noch einer. Noch einer. Hast du deine Kette unten gerade alle ab, oder? Ja, nimm das halt mit. Ja. Ich hab hier schon mal Klamotten jetzt. Reicht auf jeden Fall erstmal. Ich nehm alles mit. Okay, ich dachte wegen Tragen und so. Ja, halt, genau. Aua. Das ist Vorsicht. Ach. Equippt euch weiter, ich bin schon ziemlich weit mit dem. Da oben ist auch jemand Schwarzes, der nicht zu uns gehört. Ja. Ich brauche einen Baum, verdammt. Irgendwas. Ich muss irgendwas schlagen. Ich habe unten nichts schlagen können, weil da ständig Leute waren. Gebt ihr jetzt mal einen Bogen und Pfeile. Oh ja, das ist gut. Das kannst du machen, genau. Hier, ich dropp das. Ja, ich sehe es. Ist der Spot gesaved? Nice. Nice, sauber. Ich weiß nicht, ob schon jemand oben war, aber.
Wen ihr da gerade hört, ist übrigens der Shinichi, der hat sich dazu entschlossen, unserer lustigen Truppe hier beizutreten. Wir bedanken uns an der Stelle auch bei ihm, dass er das gemacht hat, weil wir auch immer ein bisschen unterbesetzt waren. Und da ist ein bisschen Verstärkung natürlich gerne gesehen. Insbesondere, wenn es natürlich auch jemand ist, der auch was kann, wie Shinichi. Und du hast ja da auch schon einen gewissen Ruf dir erspielt in der ARK-Community, in der deutschen. Warte, da ist jemand. Da ist jemand anderes noch. Wo? Ja, der ist um den Felsen gelaufen. So, Achtung jetzt, ich versuche euch zu helfen ein bisschen. Und gleich sofort jemand von uns tot. Da ist er. Achtung, da ist jemand. Ich bin getroffen. Ich auch. Ja, sauber. Leonardo. Ist das einer von den Teenage Mutant Ninja Turtles, ich glaube, oder? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Wo ist die Schlange jetzt? Die Schlange kriecht runter. Nee, kriegt sie nicht. Kriecht auf den Stein. Ja, sauber, sie ist tot. Down. Ich hab so viel Heid. Also ja, holt euch Heid, genau, sauber. Ich nehme hier ein paar Pfeile wieder auf. Heid habe ich auch schon wieder. Ich hab auch genug Heid. Das sind so viele Taschen. Oh, Fetch, genau das, was mir noch fehlt. So, ich habe gleich direkt schon mal Gewicht geskillt auf 300 und direkt auch Stamina auf 180, damit ich hier mal ein bisschen laufen kann auch. Und damit ich nicht gleich überladen bin, wenn ich mein Steinchen aufhebe. Denn die Einstellungen sind entsprechend hochgedreht worden, damit das Ganze hier auch ein bisschen speedmäßiger abläuft, damit wir uns schneller aufbauen können, damit es schneller zu PvP kommt, zu spannenden Aktionen. Ja. Falls ihr euch für die Einstellungen und Server-Einstellungen interessiert oder falls ihr euch auch noch dafür interessiert, wie ihr an dem Projekt teilnehmen könnt, ihr könnt nach wie vor teilnehmen, auch wenn das Ganze jetzt schon gestartet ist, schaut euch nochmal das Infovideo an, ganz wichtig, da gibt es alle Informationen, die ihr wissen müsst, auch für YouTuber, wenn ihr teilnehmen wollt und aufnehmen wollt, beziehungsweise streamen wollt. Da gibt es nämlich auch einige Dinge zu beachten. Schaut da nochmal rein, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Ich werde das auch hier entsprechend verlinken dann nochmal an der Stelle. Oh, Kill abgestoppt. Sehr schön. Hey, hier ist ein Schwarzer. Oh, warte mal, hier ist ein Baum. Da kann ich mal draufhauen, dann kriege ich endlich mal Werkzeug. Raphael wieder. Ja, die versuchen jetzt die ganze Zeit nachts hochzuholen. Ich hab wohl auch dieselbe Idee wie ihr. Holz, nee, gib mir Holz. Wir wollten ja nicht nachgucken. Ja, ich meine Holz mit dir oder so. Ja, baue mir kein Holz gibt, Schweinerei. Warte, ich hab eine Axt. Ich kann dir was abgeben. Ja, danke, gib mal. Danke. Ich hab nämlich noch gar kein Werkzeug. Ich konnte unten keine Bäume abfarmen, weil ständig irgendwelche Leute um mich rumgetanzt sind. So, sehr gut. Dann schalten wir doch gleich auch mal ein paar Engramme frei hier. Sieht euch auch die Stimberries in die Hotbar, ne? Ich lauf mal weiter jetzt. Der Durste. Elendig. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Bis zur Quelle schaffen wir es gleich. Ich hab ein Fjomian gefunden. Ja, sehr gut. Los, mach eins. Hier ist eine Foundation. Von? Weiß ich noch nicht. Da steht doch einer. Töten. Ich komm zu dir. Genity ist dann schon im Tribe, der kann es noch sein. Hier ist jemand anders. Na, wer ist das? Steht der AFK da rum oder? Er ist gleich tot. Er bewegt sich. Aber ich schieße mal durch ihn rein und ja. Great. Nice. Das stehen lassen? Ne, nicht stehen lassen. Das machen wir direkt kaputt. Ja, kaputt machen. Ist es nicht wichtiger, erstmal zum Spot zu kommen? Ja gut, wir können ja schon mal so ein paar Sachen einfach hier, wenn wir eh schon dran sind, es dauert ja nicht lange hier, das jetzt kaputt zu machen. Ja, mit vielen Leuten nicht. Ja. Hast du schon jemand schießt hier mit Pfeilen und Bogen? Solange ihr keinen vorbeilasst, ist alles okay. Eben, es gibt ja nur den einen Aufgang erstmal und da müssen ja alle hoch, die hoch wollen. Es gibt ja noch keine andere Möglichkeit, da hochzukommen. Insofern ist das relativ jetzt eigentlich safe schon, kann man sagen, in Anführungsstrichen. Wenn sie uns jetzt nicht komplett überrennen irgendwie mit einer Armee oder so. Na, Dilo-Arme, das geht ja nicht. Dilo-Arme. Bin ich jetzt der Einzige, der hier noch draufhaut? Muss kurz essen. Alle craften und essen. Und ja, craften. Craften. Nein, der Speer ist kaputt. Oh, die Spitzhacke. Au. Ist euch nicht gegenseitig. Wegen der Spitzhacke. Ja, gleich haben wir's. Jawoll, platt ist es. Sauber, der erste Triumph. Die erste Zerstörung im Projekt haben wir schon erfolgreich. Wir haben eine Base niedergerissen. Ja, wir haben schon die erste Base zerstört, nicht schlecht. Läuft doch, fängt doch gut an. Na, hier ist der Würfel, der magische Würfel. Vorsicht. Was für ein Würfel? Oh nein, nicht der da Würfel. Oben, da, am Baum, oben, in der Krone. Über dir.
Ich sehe keinen Würfel. Du siehst einen Würfel. Ah, doch, da! Okay. Jetzt habe ich gefunden. Hier ist ein Loot von Leonardo. Da ist ein Raptor. Hinter dir, Rizzi. Ja, und noch was anderes habe ich gehört. Ja, das ist oh Gott! Ich lauf weg. Terrorball. Ich muss gerade mal kurz stehen bleiben, weil ich gerade was crafte. Ich crafte! Der ist 140, der Terrorball. Toll, ich bin im Raptor. Ja, lenk sie weiter ab, du machst das. Ja, ich bin down. Scheiße. Ich hab. Wir haben Scheiße, hier ist noch einer! Nein! Ich hab den Raptor erschossen, dann bin ich gestorben. Versuch sie runterzuholen. The Drama. Gut, dass ich ein bisschen zurückgeblieben bin. Also, ich meine jetzt hier, dass ich hinten stehe, meinte ich. So, ich habe zwei Terrorbirds runtergezogen, aber die von vorne noch nicht. Das ist auch so eine Aussage. Ey. Wenn man die aus dem Zusammenhang reißt, könnte man mir daraus einen Strick drehen wollen. Hier, warte mal, hier ist gerade einer an mir vorbeigelaufen. Das ist schlecht. Ich glaube, da kommt gerade ein Teenage Mutant Ninja Turtle den Berg hoch gleich. Hier sind so viele Tote unten am Eingang. Nicht schlecht. Erinnert mich an die Trainingsphase. Oh, ich werde angegriffen. Oh Gott, hier rennt jemand mit einem Speer rum. Boah, da will mich gleich erstechen hier, scheiße. Oh Gott, das sind noch zwei Leute. Ja, ich bin tot. Jonas-Bär. Mir rennt jemand mit einem Speer hinterher und sagt mit böser Stimme, ich werde dich töten. Ja, und genau. Ich glaube, das schafft er auch noch, weil ich kein Stamina habe. Ja, ich war gerade auch überladen jetzt und alles, ey, scheiße. Ich werde von zwei Leuten erstochen. Ich konnte nichts machen gerade. Au. Ich wurde vom Rasierbär getötet. Jonasbär und Rasierbär, das wären unsere Erzfeinde, glaube ich. Also die kommen da jetzt hoch, zwei Leute kommen da jetzt hoch. Der Jonasbär wird wahrscheinlich schneller sein als der andere Bär. Und auf jeden Fall sind sie schneller als der Spielbär. Hier stehen schon wieder Foundations von Jonasbär auf dem Weg nach oben. Thatch Foundations. Ich glaube, wir haben echt schon unsere Gegner gefunden. Direkt in der ersten Session. Die versuchen, glaube ich, die Quelle zuzubauen. So, ich bin schon mal jetzt wieder gespawnt. Um die Wasserquelle sind drei Foundations platziert worden. Okay. Leonardo. Ja, das. So, die Nacht werdet ihr gleich sehen, ist auch wieder wie bei Outlaws entsprechend beschleunigt worden, damit das Ganze ein bisschen flotter geht, damit wir nicht so eine dunkle Phase haben auf dem Server. Damit wir immer schön sehen, was passiert, weil die Nacht ist ja dann doch immer ein bisschen ätzend bei Ark. Ich hab Gift gefunden. Du hast Gift gefunden? In der Schlange drin. Man sollte nicht in den Himmel gucken, wenn es Nacht ist. Sonst könnte man Motion Sickness kriegen. Hier ist Lone Star. Ja, vor euch ist einer hochgelaufen. Vorsicht. Ja, hab ich gesehen, ja, den habe ich die gesehen. Die Leute, die mich erstochen haben auch. Aber hier kommt irgendwie keiner an hier oben. Ja, das ist doch gut. Na, die Terrorbirds, Raptoren, alles ist da im Weg. Ich hab ein paar Pfeile und einen Bogen. Ja, die bleiben wahrscheinlich unterhalb, weil die schon gehört haben, dass du da bist. Das sind zwei Leute. Aber Athlete. Ja, aber der eine hat schon gebrochenen Knochen, ist tot. Nice. Aua. Loot ich direkt hier. Sonst versuch auch mal, wenn du kannst, Betten zu klopfen, die hier, wenn du Zeit hast. Mach keinen Deder. Rizzi, loote den Rest hier. Kann nicht, ich denke. Achso. Der Rasierbär. Der Rasierbär. Rasiert den Rasierbär! Rasiert ihn! Gegen den Strich. Auf jeden Fall. Er läuft hier hinten am Stein weg. Ich komm hoch, ich komm hoch. Ich den Stego hitte, will er. Warte mal, bin ich etwa schon wieder? Nee, ich wollte gerade sagen, bin ich falsch abgebogen, aber es passt alles. Jetzt haben wir den Stego zwischen uns hier. Ah, da ist Rizzi. Ich verjag ihn. Ich schließe mal zu euch auf jetzt, schrei mal ein bisschen Warte, schneller. Ich sehe die Spielwehr da hinten. Bin kurz hinter dir. Okay, alles klar, sehr gut. Habt ihr da vorne Hide jetzt schon? Ich hab irgendwo in meiner Leiche Hide ganz viel. Spielwehr, erschlag ihn. Dürfen durch den Stego erwischen. Oder so, pass auf. Der hat einen Speer, damit ich nicht mehr zu ihm gerannt komme. Hey Shadow. Versteckt sich hinterm Stego. Das Schweinchen hier. Wie er sich heidet hier. Hey, hat direkt, guck mal. Hat direkt Kleidung. Bogen. Ja, dann hast du ihn, ja. Ich hab ihn. Oh, der ist ein zweiter. Hab ihn auf. Nice. Sehr schön. Ganzen Bären. Der Erklärbär. Woher wussten die, dass wir hier auch hin wollen? Das kann auch kein Zufall sein. Die Bären vor allem. Das hat sich rumgesprochen. Das ist der Bärenbuschfunk.
Da ist noch einer. Bei mir ist hier einer. Ich habe den verfolgt, den anderen. Hier hinter euch ist ein Nackter. Ich versuche mal hoch zu Jimmy T zu kommen. Folge den Shadow. Unaufmerksam. Okay, dann komme ich jetzt auch mit. Wo häng ich denn hier? Oh Mann, ich bin die scheiß Steine gelaufen, ich blöd Mann. Ja, ich will meine Leiche da hinten haben, ja, und dann kann ich will meine auch. Verstanden gehabt, dass wir alle direkt hochrushen. Ja, ja. Wir wollten uns aber vorher halt sammeln. Alles ja, gut, ich, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt. Wir waren ja auch gerade fast da, hinter dir sind Terrorbörse-Raptoren gespawnt. Oh Gott, hier das ist ein... Das Mikroraptor hinter dir, Shadow, lauf! Ja, hinter mir ist auch Gottes Willen. Wir hinter dir herrennen, die sind Alter, wie schnell so ist das Huhn denn? Ja, wenn die über dich drüber springen, dann haben sie dich wieder vergessen. Ja, wenn. Das wenn. Ist irgendwie auch so. Ja. Ey, wie ich schon wieder zurückgeblieben bin. Ich bin schon wieder voll zurückgeblieben hier. Das gibt's doch nicht. Ich muss schon wieder aufholen. Ich dich zu, jetzt kommt der Penne. Nice. Wo ist er? Nico, warte. Ich muss gleich nochmal Stamina racken. Weg. Nee, da vorne. Der sitzt genau vor meinem Loop. Egal, ich bin. Nein! Ein Raptor! Loop. Was? Wo? Bei mir. Lock ihn weg. Was zum? Du bist genau bei meinem Loot, geh weg! Ich werd von allem angegriffen gerade! Aua, scheiß Mikroraptor! Oh, scheiße, da ist auch ein Mikroraptor bei mir, ich versuch wegzulaufen. Wartet, hier, ich hab Sachen, wo wir uns hinter verstecken können. Der ist 140! Hier! Ich seh euch! Gott! Jonsa, geh zurück, geh zurück! Stimmt! Auch eine gute Au. Idee. Au! Hat mir ins Gesicht los, gebissen. Lauft. Oh, ah, der ist ja bei mir auf der Seite! Egal. Lauft, lauft, lauft! Wir dürfen den Ball nicht durchbrechen. Wir könnten noch Terrorbirds sein, ne? Also jetzt hatte ich die zwei zwar runtergelockt nach unten, aber... Ich habe auch einen runtergelockt, Jonas. Aber wenn da Foundations gut sind... Dann ist gut. Hier hat jemand gestorben. Leonardo. Ich muss mal Stamina racken. Oh, warte mal. Genichi, sind die Gates von dir? Ja. Oh, gut. Oh, sehr gut. Du kommst da rein, oder? Ja. Oh, krass. Ja. Sehr gut. Ich dachte jetzt, wenn die jemand anders aufgebaut hätte, hätten wir ein Problem. Ja, das ist die untere Gate 3, ich habe oben noch eine gebaut. Sehr schön. Und daran, liebe Zuschauer, erkennt man die Profis. Ja, während wir hier noch unorganisiert versuchen, den Berg hochzukommen, steht hier oben schon eine komplette Base mit Toren und hast du nicht gesehen. Der Wahnsinn hier. Ja, das war jetzt gut. Das war sehr gut, ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Ich habe wieder 5000 Skins im Inventar. Foundations bei der Quelle sind von denen. Das ja macht ja erstmal nix. Trinken. Aber wir haben Halt mitgebracht. Ganz, ganz viel Halt. Halt! Halt ist schon mal gut. Warte, wo war jetzt die Quelle? Unten, da wo die Foundations, genau, die Shatch Foundations stehen. Hinter dir direkt. Hinter mir direkt? Wahrscheinlich. Da, ja, ich sehe da. Was ist das schon? Die große chinesische Mauer steht hier oben schon, nicht schlecht. Krass. Man kann auch rechts dann vorbeilaufen, aber. Ja, ey, immerhin, ey. Wenn stimmt, ich das sehen nicht würde, wenn ich hier als Typi hochlaufen würde, würde diese Mauer sehen, würde ich direkt wieder umkehren. Ohne Witz. Hätte ich keine Lust, da reinzugehen. Wundere ich halt nicht schlecht, weil sie da erstmal nicht dran vorbeikommen. Nicht schlecht. Ja, guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Der Wahnsinn. Hier rechts gehören ein, zwei, ich glaube die da hinten, die vier Stück oder so, gehören dem meinten. Ja, wir sind jetzt so großartig. Lass mal vorne bauen, damit wir da nicht diesen, in der Mitte diesen Klotz zubauen da, den Eisenklotz. Dann spawnt der nämlich immer neu und dann können wir uns da immer schön mit Eisen ausrüsten. Wir müssen nicht weit laufen. Das ist hier, genau hier vorne so. Ich hole mal Baumaterial. Ich habe, glaube ich, habe ich was dabei zum Bauen? Steine hätte ich. Ich kann ja schon mal die entsprechenden Stone-Dinger freischalten. Hat noch jemand ein bisschen Wood für den Schrank oder so? Ja, so Wood ist gerade das Problem. Ich hab doch ganze zwei. Den Bogen hast du schon, oder? Was für Bogen hab ich ja. Hammer. Ich brauch jetzt Holz und dann kann ich auch ein paar Steinfoundations schon machen. So. Kommt der gerade mal für Leder? Ah, danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Ach so, das ist schon eine fertige, die mir gedroppt hat. Haha, ich dachte, du hast mir halt gedroppt. Alles klar. Lalala. Wieder sehr verpeilt heute. Klick, klick. Überladen. Warte mal, hast du noch... Ich? Tetch gerade im Inventar? Ich hab noch Tetch, ja. Da brauchst du... was
Ja, dann kann ich einen Schrank bauen. Warte, ich droppe dir was. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist scheiße, ich kann mich auch nicht bewegen. Warte mal. Dann regle ich das, ich droppe was hier. Herbie Wars Staffel 2. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen. Ja, so, das ist gut. Sehr schön. Okay, was fehlt jetzt? Steine fehlen wieder. Das sind aber zwei unterschiedliche Tribes, die hier bauen wollten. Mhm. Ja, der Spot ist halt begehrt, ne? Das ist kein Wunder, dass die hier versuchen hochzukommen. Turtles wollten es versuchen und die Bären. Ja, der Erklärbär, der Jonasbär und der Rasierbär. Und die haben wir alle rasiert. Wenigstens haben wir ein paar Leute umgebracht und wurden nicht nur umgebracht. Das stimmt, ja, wir haben ordentlich gekillt am Anfang. Wir haben ja Teamarbeit gemacht. Wir haben ja die ganzen Leute, die hochgekommen wären, für Shinichi alle platt gemacht. Genau, damit der Shinichi hier oben in Ruhe aufbauen kann. Guckt euch doch mal diese geile Aussicht an. Ist das geil oder ist das geil? Das sieht so geil aus hier. Würde ich jetzt gern da runterschubsen. Nein, tu es bitte nicht. Was? Oh, runterschubsen? Nein, nicht runterschubsen. Ich mach gerade hier so einen schönen Rundumschwenk hier von dem Spot. Das ist so ein geiler Spot. Das ist so toll. Das Einzige, was wir hier nicht haben, sind Kristalle. Ansonsten haben wir hier wirklich alles. Wir haben eine schöne Aussicht. Wir haben Ressourcen. Wir haben Eisen. Wir haben alles hier oben. Außer Kristall. Wo müssen wir nochmal hingehen, wenn wir Kristall haben wollen? Wo war das? Schneeberg. Schneeberg. Ja, am besten zum Schneeberg. Zum Schneebär. Hier gerade so ein bisschen tiefer gesunken seid, ja, als ich dieses Ding gebaut habe, schön. Ich mach jetzt Wände und Türen. Ihr könntet auch schon mal Fertilizer produzieren, ne? Oder anfangen da. Stimmt, hier so eine so eine Bin für die Kacke. Genau. Kackekiste. Kompost. Eine Kackekiste. Kompostbin, genau. Eine AA-Kiste. Lohnt sich eigentlich das Klo? Hat wer von euch schon mal benutzt? Noch nicht mit Wasserspülung. Mit Wasserspülung soll es einem ja einen XP-Boost geben, also angeblich. Also in-game jetzt, ne? Also. Ja. Nee, noch nie benutzt. Genau. Nee, Klo, nö. Ach. Mein Klo hat keine Spülung gehabt, das ich benutze. Es war ein Plumpsklo. Das muss man dann ausschaben. Keine Narcoberries. Nee, ich auch nicht, ey. Es ich finde alles andere. Kann ja auch mal mithelfen sammeln. Und ich hab 46 Narcotics angestellt. Nice. Ich hab aus dem ersten Busch 120 Narcoberries rausgekriegt. Ich krieg gar keine. Ich hatte vorhin ganz viele. Ich hatte 260 oder so vorhin im Inventar gehabt. Jetzt habe ich gar keine mehr. Ich habe wieder 60 gefunden. Ja, sauber. Ja, 100. Und ja, Steine. Ich habe Steine gefunden. Wir müssen einfach mal einen Trike oder so zählen. Das genau, das ist ja, ja, daran wir, arbeiten wir ja. Ja, das müsste mit den Bären, also den Narcotics, wir haben das schon gehen. Jetzt nehmen ja, wir ja machen wir jetzt dann. Und das große Ziel, das allgemeine große Ziel in dem Projekt ist ja, den Titanosaurus zu zähmen eigentlich, zu zähmen und ja, dann 3 Stunden zu halten. Also 3 Stunden den Titano in seinen Besitz zu bringen. Und das ist eigentlich ein ziemlich krasses Ziel. Das geht auch nur, da ja Flieger deaktiviert sind, mit einer Paracer-Plattformsattel und einer Kanone, weil es auch keine Raketen gibt und keine Raketenwerfer. Du kannst auch die Slingshot benutzen, ne? Das dauert dann natürlich. Ja, super. Aber das dauert dann bis zum Ende des Projekts. Wenn man jetzt anfängt, dann hat man es dann am Ende geschafft, irgendwann, dass er dann mal betäubt ist. Würde mich mal echt interessieren, wie viele Steine man dann verschießen müsste, ohne Witz. Wir haben noch gar keine Forges. Das ist eine Lücke, die wir schließen müssen. Das stimmt wohl, ja. Mach mich dran. Nach wie vor keine bauen. Kein Smithy und kein Campfire. Ich konnte es freischalten jetzt. Ich hab's auch freigeschaltet. Wenn ihr das Material habt, also wenn ihr. Alles in die Schränke an Material. Sonst kannst du dich noch bewegen. Ja. Ja, gut, okay. Habt ihr Wood da an der Base? Ja, wir haben Wood. Okay, dann kann ich dich Stone holen. Damit dann zurückkommen und dann. Ich brauch eigentlich nur noch. Genau, Hyde ist hier drin. Ich habe eigentlich schon alles. Ich brauche nur noch Steine, die kann ich mir jetzt schnell hier oben besorgen. Dann kann ich euch gleich Steine geholt. Das sind schon kommst du mit Tape? Ja, auf jeden Fall. Ich mache auch gleich noch eine. Ja. Okay. Ich habe für jeden von uns schon mal 50 Pfeile zusammen. Okay. Nehmen wir mal gut. Okay, dann craft ich eine. Ich nehme noch ein paar mit hier. Ich stelle die auch gleich auf. Gibt schön XP. Ja, XP. Achtung.
Forge kommt. Nein, ich kann man gar nicht mehr durch die Seite durchlaufen. Das war so einfach gerade. Erstmal pfeifen. So, ich stell die mal hier auf, so. Hab ich schon Metall? Nee, ich pack schon mal Holz rein. Hier ist Metall in... Sehr gut, dann können wir das gleich verschmelzen. Packst du es rein? Ja. Okay, gut. Das ist zu viel, eigentlich brauchen wir Forges. Ja, ich kann noch welche machen. Ich muss nur noch schnell ein paar Steine noch holen. Ich brauche Holz und Steine. Würde Holz, nicht. Warte, Holz kann ich dir geben. Hier bei mir Holz. Befolgt. Brauch Wasser. Ja, ich Wasser brauche ich auch. Ich ignoriere das jetzt erstmal. Ein paar Beeren nochmal essen. Erstmal hier den Vorgang anschmeißen hier mit dem ganzen Torches. Mal später noch einen Brunnen oder sowas draufpacken. Da oben schwebt ein Busch, oder? Ja, den sehe ich auch. So, ich kann noch 3 Forges craften. Ich habe 2 gemacht noch. Ich werde immer noch einen zweiten Bogen machen. Mal dann haben wir 6 insgesamt, das ist doch gut. Ja, das ist erstmal gut. Ich bin schon 58. Was, du bist schon so alt? 58 ja, bist du schon? Ja, ich bin so alt. Horst ja, du musst Rüdiger. Jetzt ins Heim, tut mir leid. Horst Rüdiger, Busfahrer. Horst, der Busfahrer. Der Horst Rüdiger. Der Chat hat mal meinen Namen herausgefunden. Oh mein Gott. So, wir sind natürlich wieder in der Aufbauphase, vor allem in der ersten Session. Es geht vor allem darum, die Base so weit auszubauen, dass wir hier ein bisschen was reißen können auch, dass wir hier ein bisschen was produzieren können, dass wir die PvP-Aktion entsprechend vorbereiten können. Das heißt, jetzt wird wahrscheinlich überwiegend erstmal gebaut werden und ja, gefarmt. Das kennt ihr ja so ein bisschen. Das ist ja normal bei solchen Projekten, ne? Da ist ein Diplodocus und ein Raptor. Mist. Diplodocus ist auch gar nicht so sinnlos eigentlich. Kannst ja passiv tanken. Ja, der ist zum Transport nicht schlecht. Der ist recht schnell, der kann gut transportieren und auf dem Sattel können mehrere Leute Platz nehmen und von da aus auch schießen, ne? Das eben, ist den hätte ich geil. Ganz gerne. Der schubst auch Leute gut von der Base runter. Das stimmt, der das ist zum Schubsen ja. gut. Den stellen wir an die Kanten. Ja, zum Runterschubsen, genau. Voll gut. Ach, der Raptor frisst einen Tyrannodon da hinten gerade, der hat sich verbuggt. Wenn ihr, vielleicht nochmal kurz der Hinweis an die Leute, die mitspielen, wenn ihr auf dem Server ein Problem haben solltet, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel wenn ihr irgendwo festhängt und ihr kommt nicht mehr raus, ihr könnt euch im TS an Lea Mascha wenden. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn ihr nicht auf den TS raufkommt. Das ist ein bisschen blöd, aber idealerweise meldet euch einfach bei Lea oder versucht sie irgendwie zu erreichen, vielleicht über einen Teammate, der im TS ist. Dann kann sie versuchen, euch zu helfen, wenn ihr irgendwo festhängen solltet oder so. Wie willst du den tame? Passiv? Passiv. Oder? Ja, ja, okay. Das geht recht schnell. Ich stelle mich hier in die Ecke, dann schubt er mich immer gegen die Wand und ich kann ihn zu Ende tamen. Ja, schnell geht's natürlich nicht, weil ich ihn jetzt Ewigkeiten hier warten muss, bis ich ihn wieder füttern kann. Nein, du hast ihn abgelenkt. Hoppla. Ich gehe mal auf die andere Seite und schau, was ich da machen kann. Und ich muss keinen PIN-Code mehr eingeben, wenn ich richtig. Ja. Das ist echt schön. Ich wollte gerade sagen, es sagt auch keiner mehr, die Forge ist zu, ich kann da nicht drauf zugreifen, spiel mehr, du musst etwas tun. Sehr angenehm, ja. Finde ich auch. Gefällt mir. Da ist Mitty steht. Jawohl, nice. Nein! Ach. Egal, das ist ein Regendach, ein Überhang. Kannst du dich drauflegen und snipern. Stimmt. Gut, gut mitgedacht, Spieler. Ja, genau, alles geplant. Ich mach grad mal hier Ausrüstung aus Metall, also jo. Spitzhacke und Axt. Kannst du den gleich nehmen. Wunderbar. Dann bediene ich mich doch gleich mal. Oh Gott! Was ist das? Oh nein! Hier ist jemand runtergesprungen und hat alles zu uns gelockt. Ach du Scheiße. Oh nein! Der Blutopus ist damit sieht, verloren. Sieht man das von oben? Lauf! Sieht man das irgendwie von oben? Gott. Ja, das konnte man sehen, wie der Diplodocus uns schubst. Okay, wir themen Stegos. Mhm. Alter. Ich hörte nur so und dann die ganzen Alus. 3 Raptoren davor, wo es hochgeht. Hm, welches Level hat der hier? Der wäre 90. Kannst du nicht, da sind 3 Raptoren da vorne, guck mal. Liegt dahinter. Töten. Töten. Das war immer das Schlagwort bei Outlaws auch. Da ist jemand an der Base.
Töten. Ja, mit was? Ich hab nichts, Konter nochmal. Level 20 Stego ist hier nur. Der hier vorne wäre zumindest 90. Mal gucken, ob er es schafft. Er hat die Raptoren. Wir müssen ihm helfen. Crafte nochmal 85 Narkopfeile und wir haben jetzt auch Crossbows. Jawoll, nicht schlecht, dass wir schon alles haben, ey. Was wir hier nicht mehr haben, das sind Bäume. Die haben wir jetzt nämlich schon alle weggerodet hier. Da muss ich jetzt schon ganz schön weit laufen, um welche zu kriegen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle endet die erste Folge ARK Herbie Wars Staffel 2. Wenn ihr noch mehr Informationen zum Projekt braucht, schaut euch nochmal das Infovideo an. Da gibt es alle Informationen, die ihr wissen müsst. Außerdem könnt ihr auch nochmal einen Blick in die Playlist zur ersten Staffel Herbie Wars werfen. Dann seht ihr, wie das Ganze so ein bisschen begonnen hat. Und ihr könnt euch außerdem auch noch die Playlist zu unserem letzten Projekt ARK Outlaws, unser Western-Projekt, reinziehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge ARK Herbie Wars. Bis dann, ciao, ciao!